Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper und es geht mal wieder um den Pepper. Um was genau? Naja, ein bisschen wollen wir verraten und zwar geht es um die Toilette. Aber was da genau? Nach unserem Intro. Es ist mal wieder Zeit, ein bisschen hier über den Pepper zu reden und nur reden ist ja langweilig, deshalb haben wir gesagt, ach, machen wir mal wieder ein Bastelvideo und zwar etwas, was viele vielleicht nutzen, aber nicht gerade im Pepper und haben wir gesagt, ach, zeigen wir mal, wie das funktioniert. Es geht um den Sog, ja, und ihr seht auch, da ist einiges an Werkzeug zu gebrauchen. Und weil das wieder ein rein technisches Video wird, werde ich jetzt einfach die Kamera nehmen und Stefan wird euch einiges dazu berichten. Ja, wie der Marcel schon gesagt hat, geht es ja hier um den Sog, den wir hier nachrüsten wollen. Einmal natürlich auch, um umweltbewusster dabei vorzugehen, nicht mehr so viel Chemikalien und so weiter zu benötigen. Und es halt auch dementsprechend vielleicht dann einfacher haben. Es gibt mehrere verschiedene Varianten von dem Sog, das muss man wissen und da muss man sich für ein System entscheiden. Unter anderem gibt es ein Sogsystem, glaube ich, noch nicht für alle Toiletten verfügbar, das eine Dachentlüftung hat. Dann gibt es eine Entlüftung für unterhalb des Fahrzeuges, für die wir uns entschieden haben. Und es gibt die herkömmliche Standardvariante für die Klappe der Toilette außen und da kann man dann dementsprechend dort den Filter aufsetzen. Warum haben wir uns für die Variante Unterboden entschieden? Man sieht sie einfach nicht so richtig. Und das ist halt schicker, finde ich persönlich oder finden wir persönlich und würden uns halt da dementsprechend auch, da wir die Platz dafür haben, den wir uns dafür ausgesucht haben, passt es auch ganz gut rein. Aber wir schauen uns das jetzt mal von außen an. Ja, der herkömmliche Schlauch hat hier leider nicht gepasst. Das heißt, wir haben uns ein neues Stück Schlauch organisiert. Die ursprüngliche Länge ist diese hier. Also diese Schläuche kriegt man ganz normal im Baumarkt. Das ist kein Problem. Auch wenn es eine andere Farbe ist. Vom Prinzip ist es das gleiche. Er kann nicht abknicken durch diese Rundung. Und von daher ist das kein Problem. Das ist jetzt ein Meter. Der Meter passt auch ganz genau, um dementsprechend die, den Schlauch in die Kassette einzustöpseln. Und dann hier an der Seite durchzuführen. Da muss man dann dementsprechend erstmal ein bisschen das an den Heizungssystemen vorbeiführen. Dann kommt der Schlauch da dementsprechend durch und er kann von oben dann aufgesetzt werden. Das Ganze hier auf dieser Seite ist fest verbaut und hier ist dann dementsprechend die andere Seite, die dann dort in die Toilette eingesteckt wird. Aber dazu später mehr. Und zudem muss natürlich noch die Elektrik gemacht werden. Wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Von der Montage des diesen Kohlefilters sozusagen, der wird so montiert, gibt es zwei Varianten. Diese Anbaueinleitung, die packen wir euch auf die Internetseite, also das heißt, ihr könnt euch die auch vorher mal angucken, aber Vorsicht, dieses ist nur für die Dometics, und zwar die 4000er Serie bzw. 3000er Serie, CL glaube ich, das ist das, oder CT, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, wir blenden es auf jeden Fall ein. Und das heißt, für die ist das jetzt ausgelegt und auch nur für die gilt diese Anbauanleitung. Es gibt fahrzeugspezifische oder toilettenspezifische Anbaueinleitungen und da muss man dementsprechend gucken. Aber wir haben uns entschieden für die Variante, das heißt, wir gehen direkt raus und setzen den Filter dann dementsprechend dort drüber. Und der wird an dieser Stelle verbaut, weil das der einzigste Platz ist, wo wir ihn noch unterkriegen. Hier an den Seiten ist dafür kein Platz mehr. Aber das ist auch nicht schlimm, daher der etwas längere Schlauch und wir kriegen das so auch durchgebohrt. Anfangend werden wir mit der Kassette selber, da wird nämlich so ein kleiner Mini-Magnet hier verbaut. Der kommt in diese Seite sozusagen rein, dazu muss man das aufschrauben hier, wie es auch beschrieben ist. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie das läuft. Was wir an dem Griff der Toilette jetzt gemacht haben, das ist der Griff, der auch innen rauskommt in dieser Toilettenvariante. Wir haben jetzt hier an der Seite ein Magnet reingeschoben, dementsprechend eingeklebt mit Sikaflex. Das sollte dementsprechend gut halten. Und jetzt wird das Ganze wieder zusammengebaut. Dann ist die mechanisch, also diese magnetisch-mechanische Sache schon erledigt.
Ein kleiner Tipp noch am Rande, man kann an diese Stangen etwas Fett dran machen oder Silikonspray und dann ist das Ganze auch wieder ein bisschen leichtgängiger, weil diese Schubladen, die sind dann doch relativ schwer gängig und kann man die dementsprechend dann mal ein bisschen leichter gestalten. Wir haben alles wieder zugeschraubt, dementsprechend ist die Toilette vorbereitet. Sie geht jetzt auch hier sehr leicht auf und zu oder beziehungsweise der Hebel geht jetzt hier sehr leicht. Und genau, das trocknet jetzt und an der Seite sieht man jetzt einen Magneten, der das Ganze dann schalten wird. Nun haben wir natürlich noch das Gegenstück, was wir anbringen müssen. Dafür gibt es hier diese vorbereitete Halterung. Dort oben ist ein kleiner Nipsi. Zeig das mal dort, der dementsprechend ein Schraubgewinde drin hat, wo wir dann den Gegenschrauben und dort wird in dem Fall der Sensor, der jetzt hier ist, eingebracht. Da wir laut Anleitung an dieses, verhüllte Steuerkabel ran sollen, haben wir uns gedacht, wir werden uns das jetzt erstmal hier alles vorne abbauen und gucken, wo dieses Kabel hingeht. Denn vielleicht gibt es eine Möglichkeit, hier hinten weiter den Anschluss zu setzen, ohne dieses Kabel zu beschädigen. Also, wir waren ja hier dran an dieser Leitung, diese braune Leitung, die auch in der Anleitung stand. Diese Leitung hatte 1,06 Volt, also so gut wie gar nichts. Davon läuft kein Motor. Dann haben wir mal geguckt, wie das eigentlich ist, wo kommt der Strom her, wo müsste er hin, was ist Plus und was ist Minus. Wir haben hier an der Seite einen leeren Stecker gehabt, der einfach nur einen ganz einfachen Schutz oben drauf hatte. Und dann haben wir uns das gebaut, dass wir gesagt haben, okay, wir verlängern hier das Massekabel, sind dort rüber und haben das dann dementsprechend dort auf den Stecker Plus und Minus aufgeschaltet. Wenn also jetzt Strom aus der freigeschaltet wird, dann fängt in dem Moment der Motor an zu laufen, wenn die Toilette nicht drin ist. Also sprich, wenn der Magnetschalter nicht weiß, die Toilette ist jetzt aktuell draußen oder beziehungsweise der Hebel ist draußen. Wenn der allerdings drin ist, dann hört er auf, also dann dreht er nicht weiter. Also ganz einfach und wir haben es jetzt nur halt ein bisschen umgedreht. So, verschraubt haben wir alles. Wir haben es auch nochmal getestet. Hier an der Seite den Kabelkanal, der ist schon wieder zu. Wir haben die Seitenbleche und so weiter. Alles, was wir hier gelöst haben, wieder angebaut. Da kommt dann gleich noch ein bisschen Dichtungsmasse rein. Das Silikon, was vorher drin war, ich würde mal sagen, das hatte irgendwie so gut wie gar keine Wirkung. Das konntest du mit der Hand zum großen Teil einfach nur rauspuppeln, weil die Oberflächen so glatt waren. Also ich finde, da hat man das falsche Material genommen. Wir versuchen es jetzt mit Sikaflex, weil das noch ein bisschen, kräftiger ist an dem ganzen Material, dass sich das anhaftet und hoffen, dass es dann dementsprechend auch nicht mehr undicht werden kann. Wir hatten zwar keine Probleme damit, aber vielleicht für die spätere Zukunft hätten wir da vielleicht irgendwann mal Probleme bekommen. Ja, eine Sache fehlt natürlich noch. Wir müssen den Aktivkohlefilter natürlich noch verbauen. Das werden wir jetzt hier tun, indem wir uns das anzeichnen. Das habe ich schon getan. Und ich werde von oben dann dementsprechend durchbohren. Ja, und wenn ich dann durchgebohrt habe, dann heißt das, das Ganze aufbohren, etwas größer machen. Das kann ich dann von unten machen. Aber damit ich genug Freiheit habe für den Akkuschrauber, werde ich das Ding hier oben abnehmen. Das ist die Wasserleitung zur Toilette. Und werde dann dementsprechend diesen einen Halter rausschrauben. Und dann komme ich da auch schon hin. So, angekommen sind wir unten. Wir haben durchgebohrt und sind ein ganz bisschen in die Isolierung. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen was von der Isolierung dieses Wassertanks wegnehmen, was aber nicht schlimm ist. Das ist wirklich nur minimal. Dazu mussten wir aber den Wassertank, diese Isolierung, diesen Schaumstoff lösen, um das ein bisschen zu verschieben. Und jetzt bohre ich mit dem großen Bohrer dementsprechend von unten nach oben durch und habe dann im Prinzip das große Loch drin, um den Auslass für das den Auslass von unten unterzuschrauben. Der geht dann in diese Richtung. Und wir gucken uns das dann mal an, wie es aussieht. Wir blenden ein paar Fotos ein. Ja, wie man sieht, ich lege immer noch unterm Auto. Wir mussten hier ja von der Isolierung so ein bisschen was noch wegnehmen. Das zeige ich euch jetzt einfach mal.
Das Loch ist durch, also das war kein Problem. Das ist voll Holz, sage ich mal, sehr leichtes Holz, aber ist top, sage ich mal. Und genau, wir werden jetzt noch das Ganze wieder einstecken, werden das dann festschrauben. Das heißt, hier kommt noch eine Dichtungsmasse drauf, also Sikaflex. Und dann werden von anderer Seite überall vier Schrauben verschraubt. Und dann sollte das auch fest verbaut sein und halten. Mann, war das eine Aktion. Aber es sieht gut aus. Unterhalb des Fahrzeuges, da blenden wir euch jetzt mal ein Foto ein. So sieht das Ganze aus. Das heißt, der Anschluss, der ist ein bisschen in der Isolierung noch mit drin. Wir haben es aber abgedichtet und somit dürfte da auch gar nichts passieren. Also da machen wir uns keine Sorgen von. Das ist auch so gering, da passiert dann auch nichts dran. Ja, hier oben sieht das Ganze so aus, dass wir hier oben auch nochmal zusätzlich gedichtet haben. Auch wenn es von unten zwar schon dicht ist, aber wir haben gedacht, in dem Sinne doppelt hält besser. Was zwar Quatsch ist, aber ist auch egal. Wir setzen jetzt hier den Filter noch drauf. Den muss ich nur mal suchen, da hinten ist er. Und dann werden wir noch hier auf den Schlauch setzen. Der wird dann noch verbaut zur Kassette hin. Wie das geht, das zeigen wir euch auch noch mal gleich, aber das ist eine ganz kurze Sache und dauert nicht lang. So, angefangen haben wir jetzt das Kabel oder beziehungsweise den Schlauch hier durchzulegen und dann dementsprechend hier drauf zu stecken auf den Sog selber, auf den Motor. Ja, dann kommt noch die andere Seite. Das kommt hier raus. Da war im Prinzip hinten in der Ecke einfach Luft. Man zieht die Kassette raus. Dann hat man hier den Anschluss rausgeschraubt, weggepackt. Ich würde ihn jetzt nicht wegschmeißen, aber weglegen macht auf jeden Fall schon noch Sinn. Dann wird das Ding reingeschraubt, aufgesteckt. Das war's. Wir werden noch den Schlauch ein kleines bisschen kürzen, wobei er auch passen würde. Aber wir wollen ein bisschen kürzer haben, dass wir nicht hier so, sag mal hier an der Ecke, so es knapp haben. Und dann war es das. Ja, was natürlich nochmal dazu kam, was wir noch dazu bekommen haben, ist ein Deckel. Diesen Deckel, den werde ich hier mit einem Bindfaden ranbauen, dass man, wenn man den dann dementsprechend entleert, die Toilette, dass man den Deckel drauf machen kann. Und der Bindfaden sorgt dafür, dass das Ding dann nicht abhaut und dass man das irgendwo verlegt und nicht wiederfindet. Und das war's schon. Und die Idee mit dem Bindfaden, das wollen wir ja nicht verheimlichen, die haben wir von Iris und Uwe, von Iris und Uwes Womo-Welt. Genau. Und die haben das nämlich genauso gemacht und so werden wir es auch umsetzen. Tolle Idee. So, zum Beweis, damit das auch funktioniert. Aktuell ist die Toilette geschlossen. Wir ziehen den Hebel auf und wir hören mal. In dem Moment fängt der Sog an zu laufen und dementsprechend das Loch ist offen. Und wenn ich das Ganze wieder zuschiebe, dann ist er wieder aus. So, geschafft. Das war jetzt viel Technik und es ist alles nicht so gekommen, wie wir gedacht haben. Aber Gott sei Dank hat Stefan einigermaßen Ahnung, was so Technik angeht, dass er das so machen konnte, dass es am Schluss funktioniert. Ob das alles so richtig ist und ob die Besitzer dieses Fahrzeuges damit das genießen können, werden wir erst später irgendwann mal erfahren. Ich denke mal so in 2, 3, 4 Monaten werden wir einfach mal ein Fazit machen, ob das mit dem Sog so funktioniert. Wir wissen eigentlich, dass wir das in unserem neuen Mobil auch haben wollen. Das soll es aber heute erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Teilt dieses Video in Gruppen, wo ihr sagt, ey, die haben sich doch mal für Sog und Pepper interessiert. Besser geht's gar nicht. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao.